Hallo und herzlich willkommen, Sportsman auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 hier aus der Elm Creek. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich seid allen gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir finden uns in der zweiten Folge hier immer noch am ersten Tag, wenn wir hier gestartet sind. In der Folge werden wir jetzt mal die Felder bearbeiten, damit dass wir hier mal was Neues dann umsehen können. Ausholen. Da gibt es ja jetzt verschiedene Techniken. Gell? Ich fahre jetzt da gern so. Es gibt ein Monkey, die drehen. Zuerst das Vorgewinde. Wie auch immer. Also ich mache es halt lieber so. Ein bisschen aus der Außenansicht, damit dass man alles schön. Wieder reinschauen, was das von Sale ist. Davon braucht man noch keine Nein-Geräte, sag jetzt ihr mal. Aus meinem Gefühl aus. Haut es uns auch schon raus, von dem her. Wenn wir uns dann auch den Strahner-Sammler da, ich soll jetzt mal dazu Strahner-Sammler organisieren. Aber die haben uns jetzt in Kraft und dann. Maschinen. Weiß ich noch nicht, was ich tue. Ich tausche es aus, um die Kohle Pass gegen eine direkte. Schon hier ist jetzt echt, funktioniert echt gut, habe ich eigentlich selten gespielt. Die letzten Jahre, aber ich halt einfach der Steirer und der Lindner Fan. Und so lange muss man so dann mit deiner Geräten, warum sollte ich dann was anderes? Tiere werden wir dann auch machen. Das, was wir wieder machen werden, das sind Pferde. Weil diesmal habe ich ein Video gesehen, dass wir Pferde züchten können. Das heißt also, diesmal können wir mit Pferden Kohle machen.
Ich sage eigentlich, warum, dass ich so auf Pferde fixiert bin, wenn es die Mann oder interessiert. Mein Uropa, der war selber Landwirt. Der war aber zu der Zeit Landwirt, wo nur alles mit Pferden gemacht worden ist, vor dem Krieg. Ich habe das große Glück gehabt, meinen Uropa noch kennenzulernen. Der ist mit knapp in 99 Jahren ist der gestorben. Der hat seine Haflinger über alles geliebt. Also das waren so die, wenn ich an Weihnachten denke, es geht ja Richtung Weihnachten zu, wie er dann da geguckt ist und er von seinen Rässern verzählt hat und wie er mit einer da im Wald aus dem war Holz arbeiten, das war schon, das war für mich jetzt Weihnachten, auch wenn ich die Geschichten schon kennt habe, aber es war einfach geil zum 2000er wieder. Und deswegen glaube ich, bin ich ja da so fixiert auch im LS auf die Rässer. Aber Rässer brauchen Hofer, Rässer brauchen Stroh. Und ohne Kapazitäten werden unsere Tiere wahrscheinlich ja nicht lange überleben. Deswegen werden wir halt das zuerst einmal, werden wir zuerst einmal Kapazitäten schaffen müssen. Ob das Bauernhaus nicht begehbar ist. Denkt sich nichts, ich schaue da irgendwo rein. Es passt noch in einem Video von Kona. Es endet, kann sie sein, dass sie die stündlich ändert, Tag, täglich ändert. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo das Video rausgekommen ist, nicht. Ich habe schon so viele Videos geschaut, nicht offensichtbar gewesen, sage ich jetzt mal. Offensichtbar. Den Unterschied gut zwischen einem Band und einem der Wiesen.
erstmal geil, so Schräglock, dynamischer Boden, hervorragend. Dankbar. Fällt mir auch ganz gut, dass es ein bisschen realistisch ist mit den Steinen. Zur Gamescom zeigt, da habe ich mal so ein Video gesehen, dass der eben dort, dass der Eis sammeln musst. Weil sonst kann es sein, dass du die Maschinen kaputt machst. Schritt mehr eben beim, es ist ein Schritt einfach mehr bei der Feldbearbeitung. Also spart aus, hier werden wir sicher dann einen Helfer mit dem Gruber losschicken und wir mit dem Steinesammler unterwegs sein. Wie gesagt, zuerst muss man, ich muss mir was überlegen, dass man nebenbei, da können wir jetzt hier nicht schauen. Pass mal auf, wenn wir ja schon mal da sind, haben wir es in der Produktionen. Transport, Winter, Hackschnitzel, Heu. Hier Futter, Tiere, oh, da war ein ganz alter Mac auch noch. Da war ja ein ganz alter Mac. So, was ist ein Transportdiener? Pappelngras. Tiere. Ah, okay. Ah, das gleiche kostet dann nur mehr aufs, das Baumenü aus aufrufen. Pass mal auf. Seemaschine, Ladewagen haben wir, Übersicht Auto. Baumenü. Gebäude. Tiere. Bienen. Ich würde jetzt mal sagen, wir gönnen uns jetzt mal die den großen
dann braucht man ja nur den, der wo ist die Paletten. Paletten-Trigger. Da war er jetzt gewesen. Na, wo bist denn? Er ist doch jetzt da in der Nacht irgendwo gewesen. Da ist er. Ich möchte ihn ja wirklich knapp setzen. Passt! Gehen wir gerade mal schnell raus, schauen wir uns die so. Wenn er nicht da hoffentlich produziert. Erhalte Honig. Ich weiß aus dem Video, was ich mir gestern auf Nacht angeschaut hast, wenn man jetzt Kartoffeln oder sowas umpflanzen, dann würde man das nicht mehr ausschreiben, weil vielleicht ich habe jetzt sicherlich nicht so optimal positioniert. Aber es macht ja nichts. Es produziert ja. Wer mich erkennt, der weiß, ich pflanze ja alle wieder was anderes so. Mal schauen, ob da, ob man da auch aufpassen muss mit der Fruchtreihenfolge. Das heißt, wir werden jetzt da irgendwann einmal Traktor brauchen, einen Stapler brauchen, so irgendwas. Das müssen wir jetzt schauen vor Seil. Dass wir da nochmal so einen Stapler kriegen oder so. Steuer war jetzt gut, wenn man da nochmal hält. Irgendwie musst du von mir melden. Warum nicht? Also ich finde die mit den Bienen das besser. Im Notfall machen wir uns einen zweiten Trigger hier. Man kannte, dass die Bauernhäuser wirklich, glaube ich, mehr ausholen, als wie es tatsächlich ist, wenn man es begehbar macht. Hier, der hat da den Kleiderschrank ins Haus gemacht, nicht ins Menü. Aber wir wissen ja nicht, jetzt haben wir noch mal ein paar Stunden hier auf der Konsole, auf Steam gibt es ihn ja noch nicht. Also heute in der Früh um 5 Uhr, wie ich aufgestanden bin, hat es ihn nicht gegeben. Nur zum Download.
Hier überlegt die Herren, Hubschrauber. Schauen wir mal, wo finden wir jetzt den Dampfstreuer? Winter müssen wir unter Diverses, glaube ich, finden. Oh, eine Krone-Auflieger haben sie inne. Schaut dir die so, eine Krone-Auflieger haben sie inne. Giants, Standard, Krone. Förderschnecke, Radlader, hier ja, nicht, das war unter diverse Sinne. Aber schauen wir mal, was, ob vielleicht ist er ja. So ein Pistenwalzen. Okay, für die Biogasanlage wird das eher sein. Gabelstapler. 37.000 und der Jungheinrich ist in na, jetzt passt er mal auf. Anhänger, Kreislecke, ist das unter Walzen in der Stone Picker. Frontlader. Tieflader. Gewichte. Also diverses ist. Schneider. Ballentechnik, wo findet ihr den Stonepicker? Anhänger, Überladewagen, Schneidwerk, Mais, Zuckerkorn, Rüben, Zucker, Baumwolle, Trauben, da, Steinesammler. Steht hier da. Hoppere, dann mal den. Ich lasse jetzt die Lastung da oben so lange stehen, bis ich, einen gebrauchten Auflieger habe. Dann schauen wir mal, also das hätte man gleich schauen können. Na gut, wir können jetzt da oben auch schauen, ob wir da dazu einen Frontlader konfigurieren können. Gell? Dann darf man uns nämlich den, einen Stapler sparen. Und
glaube, dass der Frontloader und die Paletten grobi billiger sind, der Stapler, so wird die so. In der nächsten Folge werden wir dann ansehen. So, jetzt schauen wir mal. Na, konfigurieren. Ändern. Ah, dann nehmen wir ich dachte gern fuhren die Buchstaben rum. Machen wir da die 360, ja, passt eh. GV platzieren vorne und hinten, nur hinten ohne Kennzeichen. Machen wir es vorne und hinten, Farbe blau, passt eigentlich aus. Können wir da weiterschalten? Ah, okay, dann müssen wir. Machen wir 619 HP. Wie machen wir? Wie Wunschkennzeichen. Okay. Ah. Haben wir zumindest mal da auf den Traktor rum ein Kennzeichen. Das heißt jetzt auch, diesen John Deere, den werden wir das ganze Projekt durch, weil ich glaube, behalten. Gut, meine Freunde, ich wollte jetzt eigentlich den Stone Pickup benutzen. Den werden wir dann in der nächsten Folge benutzen und dann auch die Felder gleich ansehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich weiß, am Anfang ist es zwar wahrscheinlich ein bisschen langweilig, oder vielleicht sind meine Let's Plays ein bisschen langweilig, weil ja ich ja keine so guten Schneidekenntnisse habe. Ich würde mich aber trotzdem über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat. Da kann man ja gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier aus LS22 weitergeht und nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht.
In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel. Respekt, Kimpfhund, respektieren. Das andere ist Eishockey, aber ihr könnt gerne bei den Eishockey-Projekten vorbeischauen. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.